Okay, der Richie ist heute da mit seinem Tau und heute gibt es eine riesige Überraschung, weil ich spiele nämlich auch Tau. Und ja, das ist sozusagen ein Pudergefecht. Oh, wahrscheinlich ist einer von uns gehört zur Enklave der Weitsicht oder Weitsicht-Enklave oder was weiß ich. Und die anderen jagen die jetzt, weil es Abtrünnige sind. Und der Richie würfelt jetzt die Mission aus. Kreuzzug. Das heißt W3 plus 2 Missionsziele. Okay, ich mache die Aufstellung. Ja. Ah, 2. Was ist das denn? Ich glaube Aufmarsch, oder? Mhm. Okay. Und jetzt W3 plus 2 Missionsziele. 3. Das ist sehr spannend. Wer sich die Seite aussuchen darf und dann als erstes aufstellt. 3. Du. Ich darf. Vorstellung der Tau, und zwar der loyalen Tau. Ich habe gerade festgelegt, dass Richies Tau die von der Weitsicht enklave sind. Warum? Sehen wir gleich. Hier sind 12 Feuerkrieger drin, ohne alles. Einfach nur ganz normale Pulsgewehre, 30 Zoll, Stärke 5, Durchschlag 5. Hier ist ein Hammerhai mit verschiedenen, also mit Massenbeschleuniger. Und was hat er noch? Schwärme? Nee. Das wäre das sogar. Angriffsdrohnen. Angriffsdrohnen, ja. Und hat auch noch Reparatursysteme und so ein paar andere Gimmicks. Hier sind auch nochmal 12 Feuerkrieger ohne alles, aber ein Himmlischer hat sich denen angeschlossen. Hier ist er. Hier sind nochmal 12 Feuerkrieger. Und hier nochmal ein Hammerhai. Ist jetzt nicht genau das Modell, ist eigentlich ein Teufelsrochen. Und der hat keinen Massenbeschleuniger, sondern eine Ionenkanone. Und hier sind 2 Breitseite mit Massenbeschleunigergewehr. Mhm. Und Schwärmer-Raketensysteme. Keine Drohnen. Und hier sind nochmal 12 Feuerkrieger. Und hier sieht man auch schön, hier ist ein Missionsziel. Würfeln wir jetzt gleich, das ist nämlich geheimnisvoll. Und hier ist eins. Das heißt, ich bin schon an 2 dran. Insgesamt haben wir 3. Das sind Elder Ranger. Ich hatte leider nicht die passenden Modelle, deswegen habe ich die Krotz genommen. Da sind 3 Breitseiten. 12 Feuerkrieger, Sturmflut, der sieht richtig cool aus, das ist der Chef, also Commander, mit angeschlossenen 6 Speer, 12 Feuerkrieger, 12 Feuerkrieger und Fernschlag im Hammerhai. Genau, und hier ist das Missionsziel, das müssen wir auch gleich auswürfeln müssen, der Weitsicht-Enklave in Iglau. Hui, genau. Und jetzt noch die Missionsziele. Ja. Zuerst mal das Missionsziel hier. 6. Irgendwas Cooles. Halbiert die Angriffsreichweite, wenn ich dich einschalten würde. Sehr schön, sehr schön. Und dann das da hinten. 5. Streufeld. Einen besseren Deckungswurf. Okay, einen besseren Deckungswurf. Das ist cool. Dann mach du direkt 1. 2. Das ist, glaube ich, nichts. Nichts Besonderes. Fängt schon mal gut an, ey. Sehr schön. Alles klar, Richie. Auf eine gute dann Schlacht. Auf eine gute Schlacht. Möge der Bessere gewinnen. Oder der Glückliche. Die Loyalen werden gewinnen. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Okay, und zwar befinden wir uns in der ersten Runde Tau loyal in der Schussphase jetzt aktuell. Und wir schießen auf die Elder Ranger. Jetzt nur mal kurz zum Zeigen. Wir haben Nachtkampf in der ersten Runde. Das heißt, die würden in dem Fluss, weil das ein Graben ist, 5 plus Deckung kriegen. Weil ich jetzt hier durch die Ruine schieße, kriegen sie einen 4 plus Deckungswurf. Haben wir jetzt mal beschlossen. Weil es Ranger sind, kriegen sie nochmal 1 besser, 3 plus. Mhm. Weil wir Nachtkampf haben, über 24 Zoll nochmal plus 1. Ne, plus 2. Ja. Wäre eine 1 plus. 1 plus ist aber immer, wenn man eine 1 würfelt, ist immer Misslung. Ja. So, wir haben gesagt, es treffen nur 10 Stück von 12, weil die anderen sind da hinten irgendwo in den Gräben. Das heißt, ich schieße jetzt 10 Mal bei einer
4. Zweimal. Dreimal. Mit 3 Sechsen. Bin ich auch mit meiner Orks geschafft. Gut. Stärke 5 gegen Widerstand 3, glaube ich. Sind 2. Alle 3 geschafft. Okay. Und ja, du darfst jetzt safen. 3 Saves bei keine 1. Also 2 plus. Sagt mir nicht. Geschafft, also kein Verlust. Immer noch Schussphase der loyalen Tau. Jetzt habe ich hier mit meiner Breitseite habe ich hier auf die Feuerkriegerin offenen auf der Brücke geschossen. Mit Schwärmern. Schwer 4. Ich habe 2 Stück, das sind 8 Schuss. Habe aber nur 4-mal getroffen. 3-mal durchgekommen mit Stärke 5 gegen 3 ist eine 2. Und ja, er hat ein 4 plus Safe gehabt und hat einmal nicht gesaved, einer weg. Und dann habe ich noch mit den schweren Massenbeschleuniger drauf geschossen. 2-mal getroffen, 2-mal durchgekommen, da hat er keinen Safe gehabt. Und die sind auch weg. Das heißt insgesamt 3 von 12 weg. Das heißt ein Viertel verloren. Das ist ein Test. Und ja, den hat er bravös, wie auch immer, super geschafft. Mhm. So, Ende der ersten Runde der loyalen Tau. Bewegung. Hier die Feuerkrieger, die wollten eigentlich in den Fluss. Haben aber bei schwierigen Lerntesten nur mit 2 W6 und 2 gewürfelt. Bin ich lieber drin stehen geblieben. Der hat sich gar nicht bewegt. Der Hammerhai. Die 12 Feuerkrieger mit dem angeschlossenen Himmlischen sind auch schwieriges Gelände, ich glaube 5 Zoll nach vorne gegangen, haben hier Feuerposition eingenommen. Die Feuerkrieger sind von hier nach da gelaufen, sind auch noch gerannt, wollten in die Ruine rein, haben es aber nicht geschafft. Der ist von hier nach da gesprungen, ist ja ein Antigravfahrzeug, also eigentlich schwebt der. Die Breitseite sind stehen geblieben und die 12 Feuerkrieger hier im Wald sind, ich glaube, auch schweres Gelände. 5 haben sie gewürfelt, sind dann noch weiter ans Missionsziel rangegangen. Schussphase, die haben auf die Ranger geschossen hier hinten. Die haben einen 2 plus Deckungswurf da gehabt, eigentlich 1 plus, aber 1 ist immer Misslung. Nichts gemacht. Der hier hat... Hier, da hat noch einer gestanden, oder 2, 3, die er gesehen hat, hat dann seinen schweren Massenbeschleuniger Streugeschuss abgeschossen und hat dann, ich glaube, 3 erledigt. Mhm. Nee, nur 2, sonst hätten sie einen Test machen müssen. Genau. Die hier haben auch auf die Ranger geschossen, die haben sich schon in den Dreck geworfen, Daumen der Marke, und einer ist umgekommen. Die sind gerannt, haben nicht geschossen. Der hier hat mit seiner Ionenkanone auf den, wie heißt er denn, da Sturmflut geschossen. Mhm. Und haben ja hier den einen Reaktor gesehen. Er hat auch einen Deckungswurf gekriegt, aber er hat eh einen 2 plus Safe, also musste den gar nicht nutzen. Und auf jeden Fall 2-mal getroffen von 3-mal, Stärke 7 gegen 6 wäre eine 3 beim Verwunden gewesen, 2-mal durchgekommen. Und er hat aber mit 2 plus alles gesaved. Die hier oben haben ihre Schwärme abgeschossen. Auf die. 3-mal zusammen mit dem Massenbeschleunigergewehr vernichtet. Die haben einen Test gemacht, aber geschafft mit einer 4. Die hier haben nicht sehr viel gesehen. Wir sind in der ersten Runde der feindlichen Tau. Der bösen Tau. Genau, das sind Speer mit einem Kommando. Und genau. Zwei Markierdrohnen. Ja? Genau. Weil ich dem... Egal. Auf jeden Fall, weil der Drohnenkontrolle hat, dürfen die Markierdrohnen sein BF benutzen. Der hat BF5, das heißt, die 2 haben auf jeden Fall markiert und von den 6 haben 5 markiert. Das heißt, wir haben jetzt 7 Markerpunkte, die legen wir jetzt mal hin. Und die 7 Punkte kann er nämlich jetzt nicht mit der Einheit nutzen, weil es keine vernetzten Zielmarker sind, sondern mit allen anderen Einheiten, die jetzt hier oben drauf schießen wollen. Und zwar einen Punkt, um ein BF zu steigern, um einen Punkt. Da kann er beliebig viel, glaube ich, nehmen. 2 Punkte, um Deckung zu ignorieren und einen Punkt, um eine Lenkrakete, glaube ich, abzuschießen. Also, Schussphase von dem bösen Tau ist fast fertig. Vorher hat hier ein 7er
Marker gelegen. Jetzt liegt dann noch an einer. Und zwar haben verschiedene drauf geschossen. Die haben ihr BF auf 5 gepimpt. Mhm. Und haben dadurch haben 2 Marker dafür verbraucht. Der Sturmflut hat sein BF auf 5 gepimpt, hat nochmal 2 verbraucht. Es sind 4. Es sind noch 3 übrig gewesen. Da ist dann übrigens dann auch einer gestorben. Daraufhin haben sie sich in den Dreck geworfen. Ja, genau. Übrigens einen gesaved. Einen habe ich gesaved, genau. Ich hätte 3 Lebenspunkte verloren. Und jetzt hat hier der Commander Fernschlag mit seinem Hammerhai hier nochmal drauf geschossen. Hat nochmal 2 Punkte geopfert. Jetzt liegt hier noch der eine, damit ich keinen 6 plus Deckungswurf habe. Und ja, Stärke 10, Stärke doppelte Stärke. 10, doppelte Stärke. Ich habe Widerstand 4, zwar 2 Lebenspunkte, aber sofort ausgeschaltet. Und First Blood. Ach ja, genau. Und weil das die erste komplett zerstörte Einheit ist, kriegt der Richie jetzt 1 Punkt für First Blood. Immer noch erste Runde, Schussphase Bösentau, Weitsichtkonklave. Hier die Breitseiten haben synchronisierte Schwärme hier reingeschossen. Habe ich hier übrigens oben vergessen gehabt, dass sie synchronisiert sind, egal. Haben 6 ausgeschaltet, weil hier der Himmlische am Anfang seine Elementarkraft der Bewegungsphase hat er Verletzungen generieren auf die Einheit, oder innerhalb von 6 Zoll, aber es war nur die Einheit. Die haben jetzt nochmal zusätzlich zu dem Rüstungswurf, den sie jetzt nicht geschafft haben, die 6 Stück. Deckungswurf durfte ich nicht einsetzen, weil Schwärme ignoriert Deckung. Ansonsten hätte ich hier 2 Plus, glaube ich, gehabt. Mhm. Oder 3 Plus. Ja, haben sie jetzt noch ein 6 Plus Rettung, wie heißt das, Verletzung ignorieren. 6 Plus, aber nur. Ja, schon mal eine. Und noch einen, komm. Noch einen. Nein, einer. Naja, 5. Nein. Sie sind insgesamt gestorben. Ende der ersten Runde der bösen Konklave Weitsichtau. Die Elder Ranger haben das aufprobiert zu schießen. Leider nur Snapshots, oder beziehungsweise konnte nur Snapshots machen. Weil sie sich hingeworfen hatten in genau. Also Schnellschüsse. Dreimal getroffen, einmal durchgekommen, wunderbar gesaved. Genau. Die 3 Breitseiten haben schön ihren synchronisierten Schwärmer da drauf abgeschossen. Genau, haben wir ja gerade gesehen in der Regelzusammenfassung. Genau, gut getroffen, gut weggelatzt. Die haben sich ein bisschen weggeschoben, ein bisschen wegbewegt aus der Schussbahn. Der gute Sturmflut. Genau, hat, hatten wir ja auch in der Zusammenfassung gesehen. Genau, ja, ansonsten ist eigentlich schon alles gesagt worden vorhin. Ja, eigentlich alles, weil bei dir waren lauter Sonderregeln jetzt hier dabei, die wir eigentlich erklärt haben. Das war schon. Ja. Wir haben ungefähr gleich viel verloren, nur ich habe jetzt dadurch, dass die Breitseite oben weg sind, die waren natürlich teuer. Gucken wir gerade mal. 60 Punkte kostet einer. 142 Punkte, hier steht's, habe ich jetzt hier verloren. Plus 5 Tau, also Feuerkrieger. Und der Richie hat auch ungefähr 5 oder 6 Tau verloren. Plus einen Ranger. Also ist er gerade mit seinem einen Punkt noch zusätzlich First Blood führend. Nein, du hast 2 Missionsziele. Ach ja, genau, ich habe 2 Missionsziele. Also ich bin führend. Anfang Runde 2 für die guten Tau, Reserve. Also ich habe 6 in Reserve. Erster kommt nicht. Zweiter. Kommt nicht. Dritter kommt. So, jetzt kommen die anderen. Vierter kommt. Fünfter kommt. Und sechster kommt. Also die ersten 2 nicht und danach alle. Okay, meine eine Reservetruppe sind Kreisesteams, die schocken. Ich wollte jetzt eigentlich hier oben schocken. Geht aber nicht. Geschockt wird immer ins Erdgeschoss. Also muss ich mich jetzt hier unten irgendwo positionieren. Ich habe mich jetzt entschieden, hier zu schocken. Ich hätte natürlich auch hier näher an die Einheiten gehen können, an die Bösen. Aber wenn ich auf eine Einheit dann draufkomme, weil der reicht ja ab 2W6, dann passiert ein Missgeschick, dann kann es sein, dass die komplett vernichtet werden. Darum, ich mache es jetzt hier relativ offen. Die können hier überall hin abweichen, passiert nicht so viel. 5 Zoll in die Richtung. Ich habe ja ziemlich viele Schocktruppen jetzt hier schon verteilt. Die letzte wollte ich jetzt hier hinstellen. Hier ist mein Abweichungswürfel mit 7 Zoll. Ist hier. Das heißt, hier kann ich mich nicht aufstellen, obwohl es befreundete Modelle sind. Ist also egal, ob es feindliche oder befreundete sind. Jetzt wird auf der Missgeschick-Tabelle gewürfelt. Mit 2 bis 6 oder 1? 1. Okay.
3. Bei 1 wäre er weg. 3. Am falschen Ort. Wer macht das dann? Du, oder? Ich. Ah, okay. Ende Runde 2 der Loyalisten. Tau. Unter Führung des Himmlischen, was auch sehr gut zum Hintergrund passt. Ja. Die ganzen Verstärkungen sind kommen, außer 2 Stück. Eine hat ja das Missgeschick gehabt, die durfte der Richie dann aufstellen, hat er hier hinten aufgestellt. Die mussten dann, weil es ja Ruine ist, gefährliche Gelände-Tests machen. Eine ist dann kaputt gegangen, konnte sich die so nicht mehr bewegen, schießen, haben sie auch kein Ziel gehabt. Die wollten nach vorne durchs schwere Gelände, haben aber wieder nur 2 gewürfelt, sind stehen geblieben, haben dann geschossen, haben dann einen Eder erledigt. Die hier haben auf die Breitseite geschossen, einen Lebenspunkt verursacht. Die Geschockten haben auf den hier geschossen, auch öfters getroffen, aber der hat gesaved mit 2+. Die hier haben auch auf den geschossen. Wir haben Pulsgewehre mit Durchschlag 2 und haben einen Lebenspunkt verursacht. Der hat viel nur Pain gemacht, was er gekauft hat, mit 5+. Hat er aber nicht geschafft, also einen Lebenspunkt weg. Die hier haben alle auf den Sturmflut geschossen, nichts gemacht. Von den 12 haben nur 6 drauf geschossen, weil nicht alle ihn gesehen haben. Da hat er 3-mal gesaved mit 2+. Der hier hat sich ein bisschen nach vorne bewegt, der Hammerhai. Hat er mit seinem Massenbeschleuniger Stärke 10 Durchschlag 1 in Sturmflut geschossen. Aber nicht getroffen. Und der hat mit der Ionenkanone auf ihn geschossen. Einmal verwundet, hat eine 1 gewürfelt, hat aber dann 5+4 viel No Pain gemacht. Und er hat immer noch 4 Punkte. Hier die im Wald haben auf die im Haus geschossen. Da unten sind noch ganz viele drin. Und haben einen ausgeschaltet. Das war die 2. Runde der loyalen Tau. Die war nicht so gut. Mal gucken, was die bösen Tau machen. Mhm. So, Reserve. Kommt. So, Ende Runde 2 der finsteren Tau. Die Elder Ranger, die haben eigentlich gar nichts gemacht. Ah, stimmt nicht ganz. Ja, ja. Die haben hier die Crisis abgeschossen. Und zwar haben die nämlich BF4. Der war gemarkert mit 7 Markern auch wieder durch die Speer da hinten. Und das Krasse ist, dann haben sie also bei 2 getroffen und dann haben 2 von denen auch 6 gewürfelt und bei, das sind Scharfschützen, dann haben die automatisch bei 6 Verwundungswurf, beim 6er Verwundungswurf, rüstungsbrechend und das heißt Durchschlag 2, das heißt der eine war komplett weg direkt und der andere wurde von denen hier getötet, die haben Schwärmer Raketensystem, das indirekt feuert ohne Sichtlinie, auch auf den, da ist er auch, also wurde auch einer ausgeschaltet mit 2 Lebenspunkten. Ja, ansonsten, der Sturmflut hat auch auf den geschossen, ist danach in der Nahkampfbewegung, können die ja 2W6 Zoll zurückhüpfen, 6 Zoll zurückgehüpft, die halten das Missionsziel, was ja nichts ist. Die Speer haben markiert da hinten, die Crisis von mir und die hier haben auf die hier geschossen, die haben sich hingeworfen, haben dann in der Ruine 4+ Deckungswurf gehabt, plus Niederwerfen 3, nochmal plus 1, weil es ein abgeschlossenes Gebäude, also Ruine ist. Ist halt so eine Geländezone und da kriegt man plus 2, wenn man sich niederwirft, haben trotzdem 3 Stück verloren. Und hier oben, die haben auch 3 Stück auf die geschossen, habe ich aber gesaved. So, jetzt kommt hier hinten der Commander Fernschlag. Der hat, ganz krass, gucken, ob man sieht, ja, da hinten auf meinen Hammerhai geschossen, der aber dann einen 4+ Deckungswurf gekriegt hat. Und weil er Störsystem hat, einen 3+ Deckungswurf. Ich habe auch einfach gesaved, weil jetzt hier irgendwas kaputt kann. Schnell wieder reparieren. Ich hab's gesehen. So, hier hinten sind die einzige Reserve von Richie gekommen. Die Ghosts, die sind hier gelandet, haben einen Hit gewürfelt. Das heißt, die sind nicht abgewichen. Haben dann von hier geschossen auf die 16 Mal. Ich habe mich hingeworfen,
weil es Missionstier plus 1 Deckung gibt. Im Wald 5 plus das 1 sind 4 und weil ich mich hingeworfen habe 3, haben eigentlich alle gesaved bis auf 2 Stück. Und danach in der Nahkampfbewegung, also weil es ja Flugdinger sind, Schwebemodule, die haben 12 gewürfelt, sind im Wald, haben dann gefährlichen Geländetest gemacht. Einer hat es nicht geschafft, aber durften hier nochmal einen Rüstungswurf machen von 3+. Hat auch nicht geschafft. Hat er auch nicht geschafft, darum ist einer gone. Jo, das war die Runde 2 Ende. Und ja, teuer waren halt meine Crisis. Die haben 114 Punkte oder sowas gekostet. Weil die halt so ein geiles Plasmagewehr haben. Aber ja, mal gucken. Ende der Runde 3 der Loyalisten. So, was ist denn passiert? Okay, fangen wir mit den Reserven an. Die sind bei 3 gekommen. Das sind nochmal 2 Kreises. Genau gleiche Konfiguration wie die anderen 2. Und hier nochmal 2. Die sind hier gelandet. Die haben hier direkt auf die Breitseite draufgeschossen. Mit den Plasmagewehren. Schnellfeuer 4 Schuss und Durchschlag 2 haben sie einen weggeholzt. Dann hier die Drohnen sind hier auf den Container geschwebt. Haben dann mit ihren synchronisierten Sturmwaffen, das ist Pulskarabiner, glaube ich, Sturm 2, draufgeschossen, haben aber nichts gemacht. Na doch, haben eine Verwundung erzielt. Mhm. Der hatte schon eine Verwundung, aber weil die alle gleich weit sind, hat er die eine Verwundung auf den verteilt. Die hier sind von hier nach da geschwebt, haben dann auch hier draufgeschossen, synchronisiert, aber gesaved. Die sind jetzt endlich mal hier raus, haben 3 gewürfelt. Bei schweren Geländetests sind hierhin, sind dann in der Schussphase gesprintet und sind jetzt hier im Fluss. Die Drohnen sind dahin geschwebt. Der hat sich nicht bewegt. Der hat nur hier hinten auf den Riptide, also auf den Sturmflut geschossen. Aber gar nicht getroffen. Das ist echt ein Problem, dann hätte ich doch Speer mitgenommen. Dann kann man nämlich hier die Schüsse von den Dicken mit dem BF pimpen und dann treffen die auch. Das ist wirklich wichtig. Die hier sind niedergehalten, haben aber Snapshots, Schnellschüsse, die hier abgeschossen und einen getroffen, aber der hat gesaved. Die anderen 12, die sind jetzt hier ins Gebäude rein. Der Himmlisch hat stehen angeschlossen, das ist sicherer für den, weil die anderen sind nur noch zu viert. Der hat mit der Ionenkanone 3-mal auf den Riptide geschossen, einmal getroffen, einmal verwundet, wurde aber ganz normal gesaved. Die hier haben Flamer ins Gebäude gehalten, da ist einer gestorben. Und dann haben sie beide mit den Schnellfeuer-Plasma-Gewehren geschossen, haben nochmal 2 vernichtet und die sind dann gerannt. Mhm. Die sind 6 Zoll geflohen. Gerannt. Geflohen, genau. 6 Zoll und dann sind sie auf der anderen Einheit gelandet, also durchgeflohen und mussten dahinter aufgestellt werden. Das war gut. Das war bescheiden. Die haben sich ja niedergeworfen wegen den Ghosts, wegen dem Beschuss. Haben Schnellschüsse gemacht und zwar doppelt, also 16 Schuss. Haben aber nur ein einziges Mal getroffen mit bei einer 6 und der hat bei 2+ dann gesaved. Weil die haben Tarnung, dann sind sie im Wald und noch das Missionsteam. Okay, Ende der dritten Runde der bösen Tau. Diese Elder-bösen Typis, Ranger, haben hier drauf geschossen, haben nicht viel gemacht, aber trotzdem sind ganz viele weg, weil nämlich hier die Breitseil mit ihren ekelhaften Schwärmern reingeschossen haben. Das ist ja Deckung ignorieren, das heißt, ich habe nur 4+ safe, da sind glaube ich schon 2 oder 3 gestorben. Dann haben hier die Speer auf die markiert, haben aber gar nichts getroffen. Da dürften auch gar nicht alle schießen. Das sind übrigens auch Speer. Aber die 2 Markerdrohnen, die haben 2 markiert. Hat also 2 Markerpunkte da gehabt. Und die hat dann der Riptide genommen, der vorher hier noch stand. Das war dann seine Schwebeaktion in der Nahkampfphase. Hat mit seiner Ionenpulskanone draufgeschossen, überladen. 5 Zoll Schablone, Stärke 8, Durchschlag 2. Und hat dann die 2 Punkte genommen, um meine Deckung aufzuheben. Das heißt, ich habe keine Rüstung gehabt und auch keine Deckung. Habe nur
Glück gehabt, dass der Himmlische Achtung Sir geschafft hat mit 4+. Eine 5 gewürfelt und darum ist dann irgendein anderer von denen gestorben. Ist schon weggeworfen, heroisch, oder hat genau den Himmlischen unter sich begraben und den gerettet. Und ja, den Moraltest habe ich dann geschafft. Der hat ja 10 zum Glück, der Himmlische. Aber ich muss jetzt ganz schnell gucken, dass ich den aus der Gefahrenzone rauskriege, weil das ist mein Commander. Und wenn der stirbt, kriegt der Richie noch einen Siegpunkt dazu. Und weil es der Himmlische ist, kriegt er nochmal einen Punkt dazu. Hätte er also 3. Ja, ansonsten, dumm war hier. Diese 2 Thronen waren vorher 4, waren hier. Die habe ich vergessen in der Nahkampfbewegung. Mit der, die könnte ich dann immer noch 2W6 woanders hin bewegen. Statt anzugreifen, hätte ich eigentlich einfach hier hinterstellen können. Dann wären die hier nicht von denen beschossen worden. Und so sind jetzt 2 weg, die sind auf der Flucht, die muss ich jetzt gleich sammeln. Ja. Ansonsten, hier ist noch ein Lebenspunkt verursacht worden. Und ja, die Geister haben auch geschossen, haben aber nicht viel getroffen. Ziemlich viele Einzelwürfel und ich habe dann nur einen verloren. Ich habe schon schön in den Dreck geschmissen. Genau, der Hammerhai hat da hinten auf die geschossen. Zum Glück ist der Schuss 11 Zoll abgewichen minus die BF von dem Fernschlag. 5 sind 6 gewesen, aber trotzdem hier raus. Jo, das war die 3. Runde der bösen Tau. Und jetzt kommt die 4. Runde der Loyalisten. Mhm. Ende der Runde 4 der Loyalisten. War gar nicht so schlecht. Die ganzen Drohnen sind nach vorne. Die haben sich gesammelt, dürfen sich dann noch 3 Zoll bewegen und dann noch Schnellschüsse abgeben auf die. Da ist auch direkt einer gefallen. Die haben auch noch geschossen, auf die ist nochmal einer gefallen. Das coolste waren hier meine Breitseitejäger, das Elite Crisis Team. Hat hier die 2, die noch jeweils einen Lebenspunkt hatten, mit der geilen Plasma-Gewehr Durchschlag 2 abgeschossen. So, die sind jetzt doch hier in den Fluss gegangen, weil sie hier das Missionsziel wahrscheinlich bald halten müssen, weil die 2 Vierer-Trupps sind nicht mehr so groß. So, der hier hat jetzt endlich mal getroffen auf dem Sturmflut mit Stärke 10 Durchschlag 1. Er hat keinen Safe gehabt, aber hat dieses dumme Verletzung gemacht von 5 und hat eine 6 gewürfelt. Jo, hier die Ionenkanone hat 2-mal getroffen, 2-mal verwundet, hat aber ganz normal einen Safe von 2+ geschafft. Hier die mit den Plasma-Dingern haben auch 2-mal, glaube ich, getroffen, hat aber auch Verletzungen ignorieren gemacht und ein Lebenspunkt wurde abgezogen. Also ein Sturmflut, der ist echt ganz schön hart. Das war auch schon beim Ork-Spiel so. Der hat mich ganz schön genervt. Wird Zeit, dass ich meinen mal fertig male, weil er anfangen zu malen. Die haben nur 14 Schnellschüsse auf die abgefeuert, weil die sich hingeworfen hatten, aber gar nichts passiert. Das ist schlecht. Jo, 4. Runde der anderen. Ende der Runde 4 der bösen Tau. Wir haben es fast geschafft. Das wird jetzt nochmal richtig spannend. Die hier haben nicht viel gemacht. Kann man so sagen. So, was war denn böse? Ja, genau. Der Commander hier hinten hat jetzt die Speer verlassen, ist hier hin. Hat mit seinem Schwärmer und mit seinem Plasmagewehr hier meine 2 Crisis weggeschossen. Die gehen jetzt auch zu dem Missionsziel, um das auch noch zu schützen, wahrscheinlich. Der Riptide ist hier hingegangen, hat einen Fehler gemacht, hat die 2 Punkte, die Marker Drohnen geschafft haben, auf die genutzt, um sein BF zu verbessern und nicht um das Deckung zu ignorieren. Darum stehen hier eigentlich noch alle. Die mussten trotzdem, die Vorderen mussten einen Test machen, haben sie geschafft durch die Präsenz von dem Himmlischen. Der hat nämlich 10 und strahlt es auf 6 Zoll aus. Jo, die oben, die Tau, die haben auch auf den da geschossen, aber nichts gemacht. Ja. Böse war diesmal jetzt der Fernschlag, der hat mit Schwärmern hier drauf geschossen, einen Lebenspunkt verursacht und danach nochmal mit seinem 10er Durchschlag Einschuss einen komplett ausgeschaltet. Jetzt hat der da noch einen Lebenspunkt und der ist komplett weg.
Die Ghosts haben diesmal gar nichts gemacht, groß. Na, doch, ein, zwei ausgelöscht. Drei Schuss plus ein Fusionsblaster, zwei ausgelöscht, haben hier einen Paniktest verursacht, den die aber mit einer 7 ganz knapp bestanden haben. Puh, das war's. Und aktuell steht es 3 Punkte plus erster Abschluss 4 zu 3. Und der hier ist umkämpft, also immer noch 4 zu 3 für die Tau, bösen Tau. Ende der Runde 5 der Loyalisten. Jetzt hat sich schon mal ganz schön viel getan. Hier meine ganzen Drohnen sind nach vorne und hier zur Seite. Die hier, die kam leider nicht mehr zu dem Riptide, der eigentlich da gestanden hat, weil jetzt habe ich schon zu viel verraten. Das ist nämlich das Große der Runde. Wir haben mit dem kompletten konzentrierten Feuer von denen allen und von dem da hinten habe ich den Riptide weggeballert. Und zwar hier meine normalen Mann haben zwei Treffer oder mehrere Treffer gemacht und zwei hat er nicht gesaved und auch kein Feel No Pain. Mhm. Und den letzten hat er dann mit der Plasma, mit dem Plasmagewehr. Yep. Ohne Save, dann hat er Feel No Pain eine 4 gewürfelt und weg ist er. Hätte ich aber eine Runde vorher machen müssen, jetzt zumindest bedroht er jetzt nicht mehr das Missionsziel, aber rechnen wir gleich ab. Und die hier haben auf die geschossen, drei weggehauen, die sind geflohen, stehen hier. Jo, und das Problem ist, Richie hat einen Punkt und den ersten Abschuss sind 4 Punkte. Ich habe bis jetzt nur 3 Punkte. Der hier ist umkämpft. Ich habe dummerweise es nicht geschafft, mit dem Panzer und mit dem Feuer von denen auf die irgendeinen zu treffen. Du. Und ich wollte eigentlich angreifen, genau. Habe aber vergessen, dass man mit Schnellschüssen nicht mehr angreifen darf. Also stehen die jetzt hier, umkämpfen das Missionsziel. Das heißt, es steht immer noch 4 zu 3. Und die 5. Runde von Tau ist dran. Der hier hat den Durchbruch nicht mehr geschafft. Der hat ja noch diese Nahkampfbewegung mit den Flugmodulen gemacht. Kam nicht mehr dann da rein. Ende Runde 5 der bösen Tau. Ja, da ist jetzt nochmal viel passiert. Die Tau haben sich jetzt hier aus ihren Löchern hervorgewagt, haben aber das Ziel trotzdem noch behalten und haben das Wichtigste war eigentlich, dass hier der Hammerhai hingeschossen hat mit einem Streugeschoss, die zwei, die hier in der Einheit noch waren, ausradiert hat, und zwar indem er drei Markerpunkte von diesen Speeren benutzt hat, dass sie keine Deckung haben konnten. Und dadurch ist die Einheit, in der der Himmlische war, die Standard-Einheit, ausgelöscht. Das heißt, das Missionsziel habe ich auch gar nicht mehr. Das hier ist umkämpft immer noch. Die haben sich auch wieder niedergeworfen. Und ja, das heißt, die Loyalisten haben 0 Punkte. Und der Richie hat den einen Punkt für den Abschluss. Plus 3 Punkte für das Missionsziel sind 4. Genau, und Durchbruch reicht es nicht, weil das. Genau, und Durchbruch ist es nicht. Weil hier sind die zwei. Ja, gut, ist egal. Die Nahkampfbewegung. Aber diesmal hast du es auch vergessen. Ja. Ich habe es nämlich auch die ganze Zeit vergessen. Genau, ich hätte es eigentlich noch machen können. Wäre wahrscheinlich noch reinkommen. Hätte er 5 Punkte. Wir haben jetzt gesagt, nach der 5. Runde hören wir auf. Wir haben jetzt auch schon 2 Uhr. Wenn wir jetzt weiterspielen würden, können wir mal einen Testwurf machen. Es würde weitergehen. Dann könnte ich eventuell noch einen Unentschieden rausholen, weil den Punkt kann ich mir auf jeden Fall wiederholen. Umkämpfen kann ich keinen. Ich könnte eventuell hier die Ghosts ausschalten, aber das ist ziemlich schwer. Durchbruch mit dem könnte man machen, aber der hat noch einen Lebenspunkt, ist auch ziemlich unwahrscheinlich. Wenn er das Ganze überleben würde, wäre es höchstens ein Unentschieden, weil ich einen großen noch ein Stück nachholen. Genau, ja. Also ich denke auch maximal Unentschieden. Aber das ist jetzt ziemlich deutlich dann in der letzten Runde, in der 5. Runde doch nochmal gekippt. Von 4 zu 3 auf 4 zu 0. War auf jeden Fall ein ziemlich spannendes Spiel. Auf meiner Seite, also ist auf jeden Fall super spannend, gleiche Völker gegeneinander antreten zu lassen. Weil da kann keiner sagen, mein Volk ist aber viel schlechter als dein Volk. Die Armeen waren relativ ausgeglichen. Bei mir. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hätte an deiner Stelle dann da einen Fernschlag reingesetzt.
Der Ghost hat mal 45 Punkte mehr, der fährst du ein BF plus 2. Also ja, aber daran lag es nicht. Das Problem ist, ich hätte einfach ein oder zwei Einheiten Speer mitnehmen müssen. Ja, dann hätte ich... Das, die ganzen Drohnen hättest du ja sparen können. Genau. Die haben eigentlich nicht wirklich was gerissen. Nee, die haben eigentlich nicht. Und dann habe ich noch zusätzlich die Nahkampf-Flugbewegung von denen immer vergessen. Ja. Ansonsten hätten die nämlich nach vorne springen können und hätten hier das Missionsziel zwar nicht umkämpfen können, ja, hallo, aber zumindest die hier wegschießen können. Ja, also ganz wichtig, ja. Ich habe die Speer vergessen. Mit den Speeren hätte ich eventuell den Sturmflut auch früher ausschalten können. Jo. Aber war trotzdem ein ziemlich cooles Spiel. Ich habe ziemlich viel gelernt, weil der Richie ist ja der eigentliche Tauschspieler. Das ist nur meine zweite Armee bei 40k. Und ich habe jetzt einiges dazugelernt. Und ich muss jetzt auch noch meinen Sonnenhai-Bomber anmalen und meinen Sturmflut. Und ich brauche auf jeden Fall mehr Speer. Weil da kannst du mit den ganzen Deckung ignorieren. Ja. Das ist so cool. Da, also dieses Deckung ignorieren hat mir hier ganz schön viele Probleme bereitet. Weil ich habe hier eigentlich nur 3 plus oder 2 plus Deckungswurf gehabt. Wurde mir fast immer geklaut durch diese dummen Speer. Nee, war cool. Ja. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für eure Kommentare und Daumen hoch. Tschö. Whoa!